Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Stellaris und ja, wir bereiten hier unten unseren, ich sag mal, das ist kein Angriffskrieg, das ist ein Präventionskrieg, den wir hier vorbereiten, und zwar gegen niemand anderen als gegen die Obevni Slayers. Und die Obevni Slayers, das sind erwiesenermaßen richtig böse Jungs. Und ja, die behaupten auch von sich, dass sie böse sind. Das passt schon ganz gut eigentlich rein. Das ist ganz gut. Sie sind uns feindlich gesinnt. Grenzen sind selbstverständlich geschlossen. Und Kriegsgrund von jedem sind die. Und nicht nur die. Nicht nur die sind dann hängen mit drin, sondern auch ihre Erzkumpanen. Die Tal Akur Devorers. Der verschlingende Schwarm. Und die sind uns aber unterlegen und wirtschaftlich erbärmlich. Flottenstärke wissen wir nicht. Aber sollte eigentlich keine großartige Schwierigkeit sein, mit denen umzugehen. Die Grenzen wurden vom Awabian Hive geschlossen. Ja, wir haben letztes Mal noch geguckt, die sind weit weg. Die sind hier ganz hinten im Osten. Ja, in der Mitte. Sag mal östlich der Mitte. Von uns, das sind die Awabian. Und genauso die Krokodilmenschen, sag ich mal, das Feudalreich Suramo Interplanetary Hierarchy. Ja, auch die sind genauso. Nein, Blödsinn, die sind nicht so weit weg, die sind sogar relativ nah dran. Die sind Nachbarn von den Nachbarn der Latrepian Foundation, haben aber keinen direkten Zugang zu uns, also damit können wir auch noch umgehen momentan. Unsere Grenzen sichern wir ab. Durch Stationen nach wie vor. Wir müssen nur ein bisschen gucken. Wir haben ein bisschen Mineralien und Legierungsmangel momentan. Müssen wir ein bisschen mal gucken, dass wir da zu Potte kommen. Außerdem brauchen wir unbedingt mehr Mineralien. Wir müssen Bergbaudistrikte bauen, teilweise. Also von daher haben wir eine ganze Menge zu tun. Wir haben hier auf Sura Prime momentan noch 4 freie Arbeitsplätze. Einmal die Perlentaucher. Die sind ja gar nicht so schlecht eigentlich. Kriminalität. Dann können wir eigentlich hier mal einen hinsetzen. Dann hätten wir aber weniger Konsumgüterproduktion. Würde ich aber trotzdem mal so lassen. Das würde passen. Und Dienstleistungen. Ja, wir könnten die Arbeiter von den Anglern mal hier rüber setzen. Das würde sich positiv dann auf jeden Fall auf die Stabilität auswirken. Geht auch positiv jetzt auf die Stabilität. Und da oben, das sehen wir gleich. Wir warten jetzt noch bis Ende des Monats und dann sehen wir mal, wie sich es auswirkt. Na, knapp. Knappe Kiste ist es. Und genau, das sind jetzt die ganzen Mitglieder der Galaktischen Gemeinschaft, die beigetreten sind. Wir haben vorgeschlagen, den Galaktischen Markt zu gründen. Oh ja, Baby, weil dann können wir nämlich mal, einfach weil es mich interessiert, können wir mal den Sklavenmarkt erschaffen bzw. nutzen dann. Hier, wenn nämlich der Galaktische Markt gegründet wurde, dann können wir auf den Sklavenmarkt zugreifen. Und das interessiert mich, weil wir das noch nie gemacht haben bis jetzt. Ja, das haben wir nie gemacht und deswegen ist es für mich hochinteressant. Seltene Kristalle. Können wir eigentlich mal so lassen und ein paar seltene Kristalle sparen. Die werden wir noch brauchen. Genau, so sieht es momentan aus. Wir haben jetzt noch verfügbare Traditionen. Wir können jetzt eine Tradition tatsächlich auswählen und uns für eine neue entscheiden. Und jetzt ist die Frage, was wir machen. Wir möchten uns normalerweise. Klar möchten wir kämpfen. Wir hätten ganz gerne Vorherrschaft. Was uns jetzt ganz gut reinpasst, vor allem hier im Umgang da unten mit unseren beiden Kriegszielen, aber im Hinblick auf unsere hohe Reichsausbreitung, ja, die immerhin durch Befestigung der Grenzen um 10% noch erhöht ist, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht mal ändern, weiß ich nicht. Sollten wir vielleicht mal gucken. Das müsste ja eigentlich hier die Reichsausbreitung, Entschuldigung, müsste ja die Reichsausbreitung hier ein bisschen das dämmen, oder? Einflusskosten gesenkt, ein Bewohner zusätzlich, Wachstumsgeschwindigkeit erhöht, Unterhalt von Sternbasen reduziert, hier Reichsgröße von Systemen und Kolonien um 25% reduziert. Und da wird es dann nämlich
ganz interessant, deswegen vielleicht die die Ausbreitung. Ja, merkantil finde ich halt auch mega spannend, gerade wegen dem Handelsschutz und der Sammelreichweite plus 1. Ja, das ist richtig gut. Wir hätten dann noch unnachgiebig, aber wir haben momentan keinen Verteidigungskrieg oder werden derartig angegriffen, dass wir das bräuchten, dass wir mehr Sternbasen bräuchten, die dann auch entsprechend schwerer einzunehmen wären, brauchen wir nicht momentan. Ja, also ich würde, glaube ich, wirklich sagen, dass wir mal auf die Ausbreitung gehen, um auch die Technologiekosten einfach ein bisschen zu senken. Weil die Technologien nämlich definitiv teuer sind. Wenn wir mal gucken, hier genau, sind schon um 10% erhöht. Das heißt, bei 4408 ja, sind 10%, sag mal 10%, sind dann 440 ja, oder 441 gerundet, ja, die wir einfach mehr erforschen müssen. Und das wären dann 4 Monate schon, was uns eine Erforschung länger braucht. Also ja, das weiß ich nicht so genau. Genau, deswegen. Ja, aber andererseits, so viele, wir haben nicht viele Kolonien. Und deswegen ist die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit nicht so mega interessant. Vorherrschaft wäre natürlich cool, da gibt es richtig auf den Deckel, aber. Ja, und der Unterhalt der Schiffe ist halt auch geringer und der Feuerschaden ist erhöht. Das ist schon mega stark. Leute, das ist schon richtig mega stark. Aber ich habe eigentlich schon immer eher ein festes Fundament gemocht. Ja, also oben irgendwelche Blasen an der Luft. Ja, also Eisbergspitzen quasi ohne Eisberg drunter. Ja. Deswegen ist schon Ausbreitung mega gut. Und dann wachsen halt die Bewohner auch nochmal schneller. Ja. Alles interessante Sachen. Oder natürlich Wohlstand. Dann haben wir ja eben unsere Bergbaustationen, dass die mehr bauen. Mehr abbauen. Und das ist auch gut. Ja. Gesenkte Bauzeiten. Stadtdistrikte haben noch Ressourcenproduktionsspezialist. Ah, Leute, es ist schwierig. Ich hätte jetzt gleich wieder die Vorherrschaft. Machen wir nicht. Wir gehen auf die Ausbreitung. Ja, wir gehen auf die Ausbreitung und dann gehen wir auf die. Ich finde so ein Schwachsinn, auf die Ausbreitung zu gehen. Das machen wir nicht. Wir gehen tatsächlich auf die. Oh, schwierig, Leute. Schwierig. Ich würde sagen, wir gehen auf die Vorherrschaft. Knallhart. Okay, bumm. Thema erledigt, Leute. Thema erledigt. Wir gehen auf die Vorherrschaft. Okay. Wir haben automatisch jetzt Flottenkapazität von 70. Sehr gut. Dann können wir mal gucken, ob wir hier. Und George Fleming. Er scheint sich dem Limit seiner Fähigkeiten zu nähern. Angehaltene Entwicklung. Toll. Wundervoll. Bauen wir einen Zerstörer. Ist in Ordnung. Hearthsea, was ist hier los? Wir haben einen arbeitslosen Arbeiter und keinen verfügbaren Job, aber der Stadtdistrikt wird gebaut, genau, weil wir hier diesen Distrikt da noch bauen müssen. Stopp, wer schließt uns die Grenzen? Die Khan Republic. Ja, die haben das ja schon mal, glaube ich, angekündigt, dass sie irgendwann die Grenzen zu uns schließen würden. Die sind auch noch weit weg. Damit können wir umgehen, das geht noch. Die Grollfärb. Ja. Haben die Grenzen geschlossen? Wo sind die Grollfärb? Auf ganz auf der anderen Seite. Gut, die Grollfärb dürfen wir jetzt aber nicht außer Acht lassen. Die Grollfärb sind, glaube ich, die stärksten. Grollfärb-Konzern sind die stärksten und wir sind hier alle ähnlich. La Trepian, Salorim, Bernati. Wir sind hier ein Konglomerat, sag ich mal. Ja. Jedenfalls können wir so lange mit dem Krieg auch nicht mehr warten. Wir sollten ihn demnächst mal beginnen. Leute, wir sollten den Krieg demnächst beginnen. Wir bauen noch ein bisschen was an Einheiten und dann muss es eigentlich auch schon losgehen. Bauen wir hier einen Zerstörer und bauen nochmal einen Zerstörer hinterher. Solange wir hier noch gute Chancen haben. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns entsprechend dann hier auch fest etablieren können.
Die Bergbaustation gebaut, das ist schon alles gut soweit. Da unten Bokrimar. Construction complete. Auch alles gut. Ah, sieht alles nicht verkehrt aus, Leute. Das natürliche Wurmloch können wir noch nicht erkunden. Okay, mal ein bisschen weiter schon. Messer, Tim. Ah, okay. Keine Wohnung, keine arbeitslose Arbeiter, die haben hier momentan gerade gar nichts. Und ich frage mich, ob wir vielleicht doch sagen sollten, dass wir hier mal Bergarbeiter dann bauen. Einfach um die Mineralien. Ja, wir machen das jetzt mal. Wir bauen hier einen Bergbaudistrikt hin. Wo die dann schön arbeiten können. Das machen wir mal. Hearthsea, Entschuldigung. Sieht es gleich gut aus. Der Stadtdistrikt wird gebaut. Haben auch tatsächlich einen Job dadurch geschaffen. Das war wohl hier der Büroangestellten-Job. Haben die Dienstleistungen ein bisschen erhöht. Alles gut. Alles gut soweit. Jetzt haben wir trotzdem keinen weiteren verfügbaren freien Job. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal sagen, dass wir einen Landwirtschaftsdistrikt bauen. Machen wir. Bauen noch einen Landwirtschaftsdistrikt hinterher bevölkerungsmäßig. Moment. Wie sieht's aus? Wir wachsen auch in 9 Monaten, auch ganz gut. Und Kriminalität 38. Ja. Peter Hume ist verstorben. Oh Gott. Von der Explorer. Und Zachary Dalrymple ist auch gestorben. Ah, gute Mann. Es waren 2 gute Männer. Ja, wie schade aber auch. Wie schade. Ich würde diese beiden Forschungsschiffe aufgeben dann. Das geben wir auf. Oh. Verdammt. Moment. Und das, wo befindet sich die Soja? Die befindet sich hier. Geben wir auch auf. Ja, ist in Ordnung. Geben wir. Jetzt haben wir eine ganze Menge an Konstruktionsschiffen. Ja gut, die sind halt hier ganz ordentlich verteilt. Er kann mal hier Position beziehen. Das passt uns dann gut rein. Hier drüben, ja, ich weiß nicht genau, auf was er erwartet. Den können wir eigentlich mal nach Wum setzen. Die Discovery hat momentan hier wenig zu tun. Haben wir noch eine Anomalie? Haben wir keine. Haben wir ein Situationsprotokoll? Haben wir auch keins. Also von daher, ja, gibt es hier eigentlich für ihn wenig zu tun. Wenn wir die jetzt auflösen, ja, dann haben wir auch nichts gewonnen. Das lassen wir mal. Hier oben Konstruktionsschiff. Ja, gehen wir nach Welderam. Das ist in Ordnung. Und ja, genau. Moment, hier. Müssen wir mal nach den Piraten gucken, wie es aussieht. 2. Okay. Dann machen wir das hier so, wie wir es ursprünglich geplant hatten, dass wir den Hangar bauen. Geht sogar. Ja. Wir können sogar zwei Hangars hinbauen. Das passt gut. Und dann machen wir das Weltraumhandelsunternehmen mal, solange wir noch nicht im Krieg sind. Wenn wir im Krieg sind, dann müssen wir wieder umdenken ein bisschen. Hier ist Zachary Illingworth, wird auch nicht jünger, der Gute. Ja, würde ich mal in die Richtung hier schicken, dass wenn es dann zum Krieg kommt, da unten, dass wir dann schon ein bisschen vorbereitet sind. Jetzt haben wir hier die Schiffe bei Mantal, da ist alles ganz gut soweit. Schiff wird kein weiteres gebaut. Und Zerstörer können wir jetzt auch nicht bauen. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, dass wir anfangen, hier den Krieg zu erklären, oder? Der erste Krieg, den wir erklärt haben. The Crusade of the Righteous begins. Oha, Leute. The spirits have granted us new wisdom. Wir beginnen den Krieg. Gut, 20% mehr Mineralien durch Bergarbeiter und 10% aus Sternbasen. Sehr gut, wir können jetzt den Kreuzer freischalten. Das ist so wichtig. Was haben wir noch? Bergbaustationen, wichtig alles, ja. Aber der und das Habitat natürlich. Leute, Habitate sind so wichtig. Aber Kreuzer sind auch wichtig. Wir machen jetzt das. Ja, hätten wir Habitate machen sollen? Weiß nicht. So genau. Na gut. Admiral William Cavendish. Mit der erhöhten Waffenreichweite immer nur auf Level 1. Er wird aber bald auf Level 2 steigen. Ja. Wir sind halt einfach prinzipiell
Langsame Lerner. Oh, wer kommt da jetzt rein? Tianqi. Heretic Station engaged. Kommt die gleich mit so einer großen Flotte. Halt, stopp, 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 stopp. Erlasse. Machen wir die fokussierenden Kristalle. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Exotische Gase als Schildverstärker, die machen wir auch an. Okay. The spirits have granted us new wisdom. Construction complete. Ah, die machen schon auch heftig Schaden auf uns. Aber wir dämmen die Flotte hier ganz ordentlich ein. Könnte gut werden. Wir werden wahrscheinlich zur Reparaturen danach gleich zurück müssen. Jetzt gucken wir mal. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ja. Gut, da gehen wir gleich zurück. Leute, da gehen wir gleich zurück. Chemieanlage ist gebaut. Was machen wir jetzt? Verbesserte Deflektoren, würde ich mal sagen, ja. Im Kriegsfall jetzt verbesserte Deflektoren sind gut. Wir warten jetzt auch noch mit dem Bau. Und ob wir die gleich verbessern sollen? Gute Frage. Wir bauen mal eine Verteidigungsplattform hin. Ja, wir müssen quasi gleich wieder dann zurück. Ja, Moment, wie sieht es aus dem Situationsprotokoll? Ja, hat uns gleich was gebracht, das System hier zu besitzen. Moment. Eine neue Senatssitzung findet statt. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Detailskartenmodus. Gut, wir haben auch 4 Physikforschung und 3 Mineralien, 2 Credits gleich dazu bekommen. Sehr gut. Gut. Dann werden wir jetzt hier an der Stelle... Ja, wir haben schon viel Panzerung eingelöst, aber jetzt wird Incoming Transmission. Wie verrückt. Nicht Angriffsversprechen. Die Sakrosankt, die mögen uns. Die Sakrosankt und die sehen halt auch dermaßen optisch gut aus, gell? Ja. Machen wir. Wir machen einen Nicht-Angriffspakt mit den Sakrosankt, weil irgendeinen brauchen wir auch. Ja. Irgendeinen brauchen wir auch. Die mögen uns außerdem. Die Sakrosankter. Von daher, jetzt Genmanipulation. Flottenkapazität plus 30. Auch stark. Ah, Leute. Das ist natürlich mega gut. Aber halt, die Genmanipulation, die bringt uns dann auf vielfältige Weise weiter. Was wir brauchen werden, ist die Drüsenakklimatisierung, oder wie das heißt, dass wir dann tatsächlich auf den Planeten entsprechend leben können. Aber Genmanipulation ist gut. Da könnten wir die langsamen Lerner könnten wir entfernen. Heretic Fleet detected. Den Malus, oh, 2222, ernsthaft? Dann bauen wir mal, oh nein, dann bauen wir mal Zerstörer ein bisschen noch. Na, woher die... Leute, das frage ich mich. Ah, und die Plattform ist auch schon gebaut, aber trotzdem nur Stärke 296. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig und im Amlitzer-System, da gibt es auch sonst nicht viel, was wir da nutzen könnten. Ah, schade eigentlich. Moment, wir gucken mal hier nach der Piraterie. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Klar, die kommen jetzt zurück. Selbstverständlich kommen die jetzt zurück. 2135, da werden wir nicht viel Chancen haben. Das wird uns jetzt nicht so viel bringen, dagegen die zu kämpfen. Dann werden wir auch nicht kämpfen. Ja. Das bringt uns alle nicht weiter. Gut. Gehen wir auf Mantal. Dass sie gleich so starke Flotten hier zusammenziehen konnten. Spaceport martyred.
Spaceport martyred. Was ist jetzt los? Ah, okay. Kommt doch zu uns. Seid doch nicht so. Aber die haben viele kleine Schiffe. Und das... Oh, die gehen wieder weg. Leute, die gehen wieder weg. Die gehen tatsächlich wieder weg. Das ist ein Vorteil. Aus bei Nishpan, da haben wir nichts gesehen. Vielleicht kriegen wir da noch eine Info nochmal zu Nishpan. Construction complete. Und? Hat ihm noch gar keinen Schaden gemacht. Perfekt. Fraktion gegründet. Marshall Order of Thorn. Wissenschaftler Zachary Illingworth ist der Anführer der Marshall Order of Thorn. Die möchten militärische Dominanz auf die Galaxis ausüben. Also militaristisch. Ja. Alles interessant, aber nicht, was wir benötigen. Gut, die Verteidigungsplattform ist weg. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na gut. Gerüchte über mögliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen hört man nun bereits seit einiger Zeit über Gouverneur Winston Fairfax. Der Gouverneur hat diese Behauptungen als von politischen Rivalen erfundene, böswillige Verleumdung abgetan, doch jüngste Beweise deuten darauf hin, dass es mehr als nur das sein könnte. Kriminalität plus 25. Winston Fairfax. Was machst du denn? Winston Halfsea. Gerade er auch noch vom Hearthsea-Sektor. So ärgerlich. Gucken wir mal Hearthsea an. Ah ja, jetzt haben wir plötzlich hier 32. Junge. Wie sieht's denn aus prinzipiell? Unterhalt. Metallurgen, politische Jobs, Gesundheitsfürsorge. Das ist alles in Ordnung hier. Was nicht in Ordnung ist, ich würde ganz gerne sehen, was das Negative an der Kriminalität ist quasi. Kriminalität ist ein Maß für das allgemeine Niveau krimineller Aktivitäten und Gesetzlosigkeiten auf dem Planeten. Ein hohes Maß an Kriminalität verursacht negative Ereignisse auf dem Planeten und kann die Stabilität reduzieren. Kriminalität wird verursacht, wenn man eine große planetare Bevölkerung hat und kann reduzieren, indem man die Zufriedenheit erhöht oder Vollstrecker beschäftigt. Gut, wir haben halt nicht viele Dienstleistungen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, das ist ein bisschen blöd. Und wir könnten mal für Dienstleistungen könnten wir hier Wirtschaftszonen bauen. Die geben uns 6 Dienstleistungen, aber auch einen hohen Handelswert immerhin. Oder wir sagen, die Polizeiwache. Ja gut, da ist dann viel Kriminalität weg. Das ist auch in Ordnung. Nein, ich möchte eigentlich das anders machen. Handel? Ah, Blödsinn. Ey, nein, Wirtschaftsunglück. Moment. Können wir das nicht bauen, das andere Ding da? Da gab es doch noch was. Bollwerk, Autochtones. Hier, das Holotheater. Ich glaube, das hat so viele Dienstleistungen gebracht. 20 Dienstleistungen bringt das nämlich. Das Holotheater, ja. 20 Dienstleistungen. Aber das ist auch zu viel. Wir brauchen keine 20 Dienstleistungen. Dann würde ich lieber sagen, wir machen die Wirtschaftszonen. Da haben wir insgesamt mehr davon. Okay. Und das geistliche Zentrum Belezir. Wie sieht es da aus? Da haben wir halt auch jetzt viel Kriminalität. Und der Gouverneur ist halt ganz gut, weil der uns schneller bauen lässt, besser forschen lässt. Und die bessere Forschung, da, die möchten wir uns nicht nehmen lassen, normalerweise. Die möchten wir uns nicht nehmen lassen. Wir kaufen mal ein bisschen Ressourcen dazu.
Gut, und da ist die Stärke. Oh, die sind stark, oder? Die sind mega stark. Das sind richtige Kämpfer, Kämpfer, die Obefni. Das sind richtige Kämpfer, mein lieber Mann. Dann gehen wir mal nach Pasch. Nach Pasch. Und holen uns mal Pasch. Was können wir da sehen? Nichts, aber da gibt es auch eine potenzielle. Heretic Fleet detected. Oh. Bleib mal hier. The spirits have granted us new wisdom. Bleib mal hier, das könnte jetzt hier eine wichtige Schlacht werden. Moment. Machen noch mal einen Zerstörer dazu. Das, die werden schon hier runterkommen zu uns. Und dann werden wir uns hier ein bisschen positionieren. Wobei wir die vielleicht auch noch mal verbessern. Wir verbessern die. Und dann kommen wir da noch mal hier. Dann kommen wir da noch mal hierher. Moment. Bleib mal hier. Ne, der kann auch schon verbessern. Okay, gut, was bauen wir hier? Kolonieentwicklung, Geschwindigkeit, Disruptor oder wir machen den guten alten UV-Laser. Energienexus ist auch mega, gell? Ne, wir machen den UV-Laser. Ja, wir müssen ein bisschen jetzt hier ein bisschen kämpfen. Heretic Fleet detected. Ja, diese Heretic Fleet, die kennen wir schon. Aber wir graden uns nochmal ein bisschen ab. Dann kommen wir zurück. Heretic Fleet detected. Heretic Fleet detected. Oh, schaut mal. Der hat hier abgegradet. Also zwei. Okay. Wollte gerade sagen, der hat abgegradet und plötzlich geht's so ab. Naja, nein. Ganz so ist es nicht. Wobei es schön gewesen wäre. So, und bauen nochmal den Zerstörer dazu. Genau, und wenn wir jetzt nämlich gucken, dann haben wir jetzt hier auch Schilde. Our ships have been improved. Also wir sind quasi insgesamt als eine Tier 2 Flotte geworden. Sehr gut. Okay. Ah, die haben nochmal Kumpels geholt und die kommen auch zusammen. Ist es so, dass sie zusammenkommen? Die fliegen als eins. Ja, schade eigentlich. Wohin fliegen sie? Die wissen es noch nicht. Die wissen noch nicht, wo sie hin sollen. Wisst ihr was? Ah, wir haben noch nicht genug. Dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir den Sternhafen hier erhöhen. Die KI, die weiß noch. Oh mein Gott, wer stirbt denn jetzt? Wissenschaftler Montgomery Walpole ist gestorben? Oh, verdammt! Nein! Und William Fothergill ist gestorben. Oh, verdammt, verflucht nochmal. Na gut, okay, mal gucken, ob wir einen Genetiker kriegen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir kriegen Antrieb und Industrie. Ja gut, wir werden uns ja eh dann für beide hier entscheiden müssen. Bleibt uns ja gar nichts übrig. Wir müssen ja beide nehmen dann. Sowas Doofes auch. Und was haben wir jetzt für einen? Dann nehmen wir ihn. So, jetzt gucken wir noch mal rein. In die Forschung. Nee, das hier ist Antrieb und das hier ist Weltraumkunde. Okay, da können wir jetzt nicht viel machen. Gut. Und die fliegen hier tatsächlich noch rechts und links. Ja, das passt jetzt eigentlich ziemlich gut. Weil wir dann doch unsere Station hier bei Amleiser verbessern können. Das machen wir auch. Und wie lange dauert das? 240 Tage ist schon relativ lang, aber gut. Hier legen wir uns zusammen, das passt auch.
Ja, und hier oben die Flotte hätten wir halt ganz gern mal platt gemacht. Die Sache ist halt die, wenn wir jetzt da hochgehen. Ja? Blöd. Sehr blöd. Hier könnten wir hin, aber da werden wir auch das ein oder andere Schiff wahrscheinlich einbüßen. Während die oben dann entsprechend eben reagieren werden. Ja, die stehen hier, die sind, die können jetzt zu beidem fliegen. Die können runter nach Nishipan oder die können nach Amlitzer. Ja. Wie es denen halt gerade in den Kram passt, oh Leute. Oh mein Gott. Wie sieht es aus dem Situationsprotokoll? Oh, wir sind auf dem absteigenden Ast. Wir müssen Gas geben ein bisschen. Okay, Leute, dann sollten wir das vielleicht tun. Erstkontakt in Ayo Afravis. Ayo Afravis. Wir haben Erstkontakt mit den Saad Menace hergestellt in Ayo Afravis. Okay. Oh ja. Machen wir mal den Erstkontakt. Und wir müssen unbedingt unseren zweiten Botschafter auch dann nutzen. Das wäre wichtig, wenn wir den Botschafter immer nutzen würden. Und wir haben den leider ein bisschen laufen lassen. Das ist keine gute Idee gewesen. Construction complete. Gut, Amlitzer ist fertig. Und dann können wir jetzt sagen, wir bauen hier wir bauen hier die Schiffswerft und wir bauen aber auch Hangar oder Geschützbatterie. Gute Frage. Ich würde mal Raketenbatterie bauen. Dass wir hier einfach geschützt sind ein bisschen. Our ships have been improved. Ja, sieht es dann doch hier ganz gut aus. Wird gut. Leute, wird gut. Der nächste ist gestorben. Eieiei. Erzprophet. Montgomery Feathers. Er ist verstorben. Oh je, je, je. Okay, Freunde. Wie sieht's aus? Erzprophet Ambrose der Erste hat übernommen. Auch schon 71. Kein Erbe. Kein Erbe, oh mein Gott. Kein Erbe. Na gut, das kommt vielleicht noch. Ja. Na gut. Aber momentan kein Erbe, okay. Na gut, Freunde. Wir ziehen. Ein zweiter. Hier wird ein Zerstörer gebaut, hier wird die Raketenbasis gebaut. Hier unten würden wir vielleicht. The spirits have granted us new wisdom. Mal gucken, was wir da würden. Jetzt werden wir aber als erstes mal die Vorherrschaft. Machen wir die Feuerrate der Schiffe um 10% erhöht. Sehr gut. Unterhalt der Schiffe reduziert. Kopfwortenkapazität erhöht. Brauchen wir nicht unbedingt. Oder Baukosten. Nein, wir machen tatsächlich der große Kampf. Ja. Was machen wir? Erforscht haben wir die UV-Laser. Ah, Leute, die werden wir auch noch upgraden. Leute, die werden wir noch upgraden. Das wäre ja so ein Blödsinn, wenn wir das nicht machen. So, Moment. Hohepriester Valentine Featherstone ist der neue Thronerbe unseres Reiches und wird den Thron nach dem Tod des jetzigen Herrschers besteigen. Wer ist der Erbe?
Er ist 19, sehr gut. Während der alte ist 71. Und der wäre Unterhalt der Schiffe und Unterhalt der Armee reduziert und Außenposten und Sternbasen sind günstiger. Das ist doch schon mal gut. Jetzt momentan ist Waffenschaden von Schiffen erhöht und Kosten von Distrikten und Gebäuden sind auch erhöht. Gut. Moment, Suya, gucken wir mal an. Dürfen wir nicht vergessen, nebenher noch unsere Welten eben hier abzugraden, gell? Wir brauchen auf jeden Fall einen Job und ich würde sagen, dass wir hier auch Bergbau bauen. Hier haben wir auch keinen Job mehr. Dass wir hier aber Lebensmittel bauen und dass wir hier einen Generatordistrikt hinklatschen und der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Situation log updated. Okay, stopp. Wir haben jetzt genug Einfluss. Wir haben sogar zu viel Einfluss. Okay. Ach Leute, Quantenkraftwerk. 50 Monate. Hier, dann machen wir doch mal das hier. Energy Credits durch Techniker. Ja, wir brauchen Energy Credits. Und zwar momentan mehr denn je. Hier im Einfluss müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. The spirits have granted us new wisdom. Stopp. Erstkontaktereignis, Saint Manus. Groß und gereizt. Beim Eintritt ins Io-Afravis-System haben unsere Sensoren seltsame Messwerte empfangen. Zuerst wurden diese als hochgejubelte Asteroiden abgetan. Doch die Lage änderte sich rasch, als man entdeckte, dass diese Wesenheiten aggressiv auf Bewegungen im Raum reagierten, selbst auf große Entfernung. Eine weitere Beobachtung dieser Wesen, vorzugsweise aus sicherer Distanz, ist ratsam. Am besten aus der Ferne betrachten, macht weiter. Gut, unsere Durchbruchschancen. Ja. Naja, gut, okay. Geburt des galaktischen Marktes. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass wir es aufs Neue versäumt haben, den Handel mit Xenos zu unterbinden. Nee, wir haben das sogar gewollt. Weil es gibt Strömungen bei uns, die eben nicht mehr xenophob sein möchten, sondern xenophil werden, sobald es uns irgendwie möglich ist. Ebenso bedauerlich ist es, dass die wirtschaftlichen Vorteile eines weitgehend anonymen Forums für den Handel, das von internationalen Beziehungen entkoppelt ist, nicht zu leugnen sind. In den kommenden Jahren werden unabhängige Händler und Regierungsstellen versuchen, eine quasi zentrale Drehscheibe für den galaktischen Handel zu schaffen. Der wirtschaftliche Nutzen, der sich daraus ergibt, Gastgeber eines solchen Nexus zu sein, könnte die Last, Xenowaren zu lagern, überwiegen. Und daher sollten wir es auch in Betracht ziehen, eine unserer Welten dafür zu fördern. Oh ja. Und jetzt möchte ich es einfach mal sehen. Ja, wo ist der galaktische Markt? Construction complete. Haben wir es Ende des Monats warten? The spirits have granted us new wisdom. Aha. Also noch kein galaktischer Markt. Und jetzt können wir... Leute, das machen wir nächste Folge. Die geht schon wieder eine Weile hier. Das machen wir nächste Folge. Mineralienverarbeitungshub. Alles gut. Oder wir machen die Sternfestung. Und das würde ich jetzt mal sogar favorisieren. Gut, in Amlitzer. Jetzt sind wir doch so stark geworden hier. Ja, das wird ganz ordentlich. Da haben wir eine Stärke von 900. Immerhin. Immerhin ganz cool. Genmanipulation und Selbstmodifikation. Sehr gut. Reichsgröße von Bewohnern. Reduziert. Oh, jetzt kommen gute Sachen. Dass wir ein bisschen Psioniker werden. Aber Psioniker ist dann wieder blöd. Für unsere Traditionalisten hier. Weil diese Spiritualisten, die lassen wir das Problem werden, wir kriegen mit den Xenophoben. Die Spiritualisten, die möchten... Nein, die möchten das... Also, die möchten, dass wir Psioniker werden. Gut, wenn das so rum ist, umso besser, dann... ja. Werden wir die psionische Theorie verfolgen. Haben wir hier diese Geschichte? Wir werden jetzt eine Vorlage erstellen, Salorim, und da werden wir das hier entfernen. Oh ja,
Wir könnten auch einen hier hinzufügen. Begabte Physiker oder so. Was könnten wir alles machen? Wir machen aber vielleicht die langsamen Lerner. Aber bei den langsamen Lerner ist es besser, wenn wir sagen, wir gehen hierher. Naturschützer, nomadisch. Bewohnungs- und Armeeschaden plus 20%. Wir machen einfach eine erhöhte Forschung. Gute Frage. Wir haben nicht so viele. Ich finde das mit den langsamen Lernern gar nicht so verkehrt. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir einfach sagen, wir lernen ein bisschen was dazu noch. Wir machen ein bisschen mehr Forschung und wir sind hier ziemlich gleich auf allen Punkten. Ja? Also vielleicht sagen, komm, wir machen Ingenieursforschung. Oder Physik ist schwierig, immer schwierig, ich weiß nicht genau. Ja. Und Bewohnerunterhalt an Konsumgütern ist natürlich auch kein Fehler. Ja. Aber gut. Und stark ist auch gut. Ressourcenproduktion pro Arbeiter plus 2,5%. Lernen oder allgemein mehr Ressourcen haben. Ha! Ich glaube, wir sind... Ja, komm, wir sind stark. Salorim. Stark. Gut. Und jetzt werden wir... die Vorlage anwenden auf alle Salorim. Situation log updated. Boom. So. So einfach ist das, Leute. Amlitzer haben wir jetzt hier fertiggestellt, aber wir haben momentan ja keine Legierungen, von daher müssen wir dann ein bisschen gucken. Und das war's für die Folge, Leute, das war's. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Moment, nicht Angriffsversprechen, schauen wir uns auch noch an. Die Insatiable Gutch Provisioners, irenische Diktatur. Gegen die Birnati Manufacturing Megakonzern. Okay, Insatiable, mich interessiert das immer alles, Leute. Insatiable. Gucken wir euch mal ganz kurz nochmal an. Irenische Diktatur. Diese Regierung ist eine pazifistische Form der Autokratie, in der der Staat die Aufgabe hat, die Bürgerschaft vor deren eigenen gewalttätigen Tendenzen und vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Alles klar. Okay. Also eine pazifistische Form der Diktatur. Sehr interessant. Sehr interessant, Leute. Also, macht's gut, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.